Hallo und herzlich willkommen zurück zu Expeditions. Ja, in der letzten Folge habe ich ja nach langer, langer Zeit endlich wieder weitermachen dürfen. Und heute werden wir uns auch wieder nach Little Colorado begeben. Da gehen wir in die freie Fahrt rein. Nehmen, ich denke mal, den Truck, den wir die ganze Zeit schon genommen haben. Diesmal werde ich aber eine Stellschraube mitnehmen und den Bodenanker, weil wir letztes Mal ja schon gemerkt haben, dass das doch recht wichtig ist. Und ich nehme wie immer eigentlich den Kraftstoff mit. So, dann geht's los. Die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir hin? Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Doch, Moment, er hatte irgendwas hier oben, glaube ich, angezeigt. Wir haben jetzt hier noch drei Fragezeichen. Das sind, meine ich, alles andere Sachen. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Also, ich werde mal schauen, dass ich hier zum Feldlager rübergehe. Ich hoffe, diesmal nimmt er das auch an. So, jetzt können wir nämlich die Sachen auch wirklich anklicken. Also, wir haben hier oben uralte Überreste. Das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Das andere wäre dann Altar. Neben dem Camp steht ein mysteriöser Altar. Oh Gott, da müssen wir überhaupt erstmal hinkommen. Aber gut, wir haben ja gesagt, wir wollen von oben. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Von oben nach unten. Also wollen wir die uralten Überreste machen. Einmal verfolgen, ja. Und einmal verzweifeln, indem wir nicht wissen, wie wir da eigentlich hinkommen. Wir sind da schon mal in der Ecke gewesen. Wir sind, meine ich, übers Wasser gefahren. Wobei, wenn ich mir das so angucke, das eigentlich ziemlich blöd war. Obwohl andererseits, naja, nee, blöd war es eigentlich nicht. Moment, wir sind hier unten. Wieso habe ich hier... Ach, das ist noch die Route vom letzten Mal. Warum hat der die hier drin, obwohl wir das Ganze abgeschlossen haben? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat das was mit freiem Fahren zu tun. So, hier hoffe ich, dass wir einigermaßen gut durchkommen. Gut ist immer relativ, ich weiß. Ich bin mir hier jetzt nicht so ganz sicher, ob wir hier jetzt einfach so durchkommen oder ob wir eventuell da den Weg über Land nehmen sollten. Könnte natürlich sein, dass das trotzdem ein wenig steil ist. Ich werde es aber trotzdem mal versuchen, ob wir das so machen können. So, dann denke ich, dass es hier ungefähr am besten wäre. Wie kommen wir dann da hoch? Ich vermute mal, dass wir hier eventuell hochkommen. Hier ist auf jeden Fall noch mal ein Baum, das ist schon mal gut. Allerdings weiß ich nicht, ob der uns hilft, tatsächlich hier hochzukommen. Also das wird noch richtig, richtig schwierig werden. Entweder hier oder hier müssten wir hochkommen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich mache erstmal nach da eine Markierung. Und dann schauen wir mal. Handbremse ist noch angezogen. Handel. Ich habe alles voll, also kann ich ja eigentlich nichts machen. Oh mein Gott. Ach so, wir können aber mal ganz kurz die Zeit überspringen bis zum nächsten Morgen. Dann kann ich auch das Licht wieder ausschalten. Weil die Farben sind einfach schöner, finde ich. Gerade auch zum Aufnehmen finde ich es immer schöner, im Hellen aufzunehmen. Nein, 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 nein. Komm. Ich habe zwar so eine Feststellschraube mitgenommen, aber das heißt nicht, dass ich die jetzt hier benutzen möchte. So, das ist quasi der Weg übers Wasser. Ach nee, das ist erstmal zum Wasser. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so gut ist, aber wir werden es jetzt erstmal machen. Ich habe nämlich in der letzten Folge genau das, was man eigentlich machen sollte und das, was ich auch in den Tipps drin habe, nicht beachtet. Ich habe den Allradantrieb nicht an, ne? Mit E. Weil ich keine Aufstellschraube dabei hatte, oder wie die heißt. Also um das Auto auf jeden Fall wieder aufzustellen. Ich glaube, hier ist es aber besser. Durch die Mitte fahren, meine ich. Wir haben jetzt nichts dabei, ne? Wir haben jetzt keinen Echolot oder so.
weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Bin ich ganz ehrlich. Habe ich irgendwas dabei? Doch, wir haben Echolot. Er zeigt grün an. Ich bin mir nicht sicher, ob das grün ist. Ob das wirklich so... Ja, aber man kann auch durchfahren. Okay. Weiter. Muss auch immer so ein bisschen aufpassen, wie die Reifen stehen. So, Moment, bleib mal eben stehen. Ja, es ist wieder so richtig toll. Wir sind jetzt oben, aber da wir nicht so gefahren sind, wie er das wollte. Ach, ich hasse es. Manchmal nimmt er das dann an, mit der mittleren Taste alles zu löschen, dann wieder nicht. Moment, Moment. So. Ungefähr so. Beziehungsweise, naja gut, wir wissen halt nicht genau, wo wir da jetzt hochgehen oder nicht. Das Problem ist halt, wenn ich da jetzt rumfahre, fange ich mich nachher in den Bäumen. Ich hoffe nicht. Achso, ich hab die immer. Sag mir das doch mal. Also wenn ich mal nicht so viel rede, was ja wieder meiner Natur eigentlich ist, dann liegt das daran, dass ich mich gerade voll konzentrieren muss. Weil es ist natürlich ein Konzentrationsspiel. Wir haben ja schon beim letzten Mal mitbekommen, was es heißt, wenn man sich nicht so konzentriert. Was dann passiert. Wo hänge ich? Achso. Habe ich nicht gesehen. Okay. Na komm, komm, komm. Schaffst du? Schaffst du? Schaffst du nicht? Schaffen wir. Nein, wieso fährt der immer nach rechts? Wie keine sichtbaren. Moment, jetzt muss ich hier mal eben. Ein sichtbarer Punkt. Was wollt ihr denn jetzt hier? Ach so. Oh, wieso sagt mir keiner, dass ich die Handbremse wieder angezogen habe? Nein, nein, ein Stückchen rückwärts fahren. Ja. Ja, fast. Okay, stopp, stopp, stopp. Halt. Lösen. Okay. Heieiei. Aber dieser Baum ist wirklich Gold wert, ganz ehrlich. Da müssen wir hin. Mitten ins Kaktusfeld rein. So. Stufe abgeschlossen. Das heißt was? Hier ist nichts. Suche weiter. Nein! Ich hasse euch. Ist das euer Ernst? Wie zur Hölle soll ich darum? Moment. Ah, das könnte sein, dass ich da rumkomme. Dann hier vielleicht. Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Ist das euer F. Ernst? Ich darf ja nicht fluchen bei YouTube. Oh, die Frage ist nur, komme ich da tatsächlich durch? Da müssen wir natürlich jetzt Glück haben hier mit dem Wasser, dass das alles so... Oh. Und dass ich da runterkomme, ohne dass irgendwas passiert, ne?
Weil ich habe hier kein Lager. Wollte ich nur mal gesagt haben. Oje, oje. Dann die nächste Frage. Kann man hier so fahren, wie ich das gerne hätte? Ich meine hier... Nee, ich bin hier oben, glaube ich, mal rumgefahren, ne? Nicht hier direkt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist keine gute Idee. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da jetzt überhaupt so dahin komme. Das ist ja auch noch so die Sache. Oder ob ich... Obwohl, da steht ein Baum. Theoretischerweise könnte ich da nicht rum. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was habe ich mir hier angetan, indem ich das gestartet habe? Oh. Na gut. Ich liebe Herausforderungen, ne? Oder wie war das? Das heißt eigentlich nicht. Eigentlich sind mir Herausforderungen ja grundprinzipiell egal. Kann ich das auch auf leicht haben, bitte? Nein. So. Machen wir jetzt aber mal kurz zur Sicherheit. Ja, genau. Knall erstmal irgendwo an irgendeinen Felsen. Entweder war das der kleine Stock, der nicht wollte, dass ich weiterfahre, oder irgendwas anderes. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, aber eigentlich muss ich da rum, ne? Theoretischerweise könnte ich, glaube ich, auch links rum. Aber dann komme ich, glaube ich, woanders hin, als ich wollte. Ach ja, sowas mal in real. Das wäre wesentlich einfacher als auf dem PC. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist diese böse Kante jetzt, ja. Gerade mein Bild am Flackern ist, warum auch immer. Oh Gott. Mal gucken, wo ich hier gerade bin. Oh, ich hab's geahnt. Oh, wie komme ich da hoch? Werde ich wahrscheinlich doch hier hochgemusst dann, ne? Aber wie komme ich? Da komme ich doch nicht hoch mit diesen. Oder vielleicht am Baum vorbei? Alter, ist das dein Ernst? Problem ist, ich weiß nicht, ob ich hier links eventuell rumkomme. Wahrscheinlich fahre ich mich jetzt hier nur dumm und dämlich, indem ich jetzt hier links weiterfahre. Bis hier und dann komme ich nicht da hoch. Könnte ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Dass man dann von dieser Seite hier so ganz blöd über die Klippe drüber muss oder sowas. Ich weiß halt nicht, ob ich da an dem Baum vorbeikomme. Das ist mein Problem. Das sieht mir nämlich alles so, so eng aus. Oh. Pass auf. Wir versuchen das einmal, hier am Wasser vorbeizukommen.
Und da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, was jetzt hier besser ist. Vielleicht eher hier so rum. Ja, und dann sind wir da und dann werde ich total enttäuscht sein und sagen, Scheiße, wie komme ich jetzt wieder zurück? Mal schauen. Aber dann wissen wir zumindest ein bisschen mehr auch über die Karte. Ich meine, ganz ehrlich, im Notfall müssen wir halt den ganzen Kladderadatsch wieder zurückfahren, ne? Da richte ich mich jetzt gerade ehrlich gesagt so ein bisschen drauf ein. Moment. Ah, da hinten, okay, aber ich weiß halt nicht, wie es rechts ist. Also rechts kommen wir auf jeden Fall nicht. Also können wir versuchen, aber da werde ich wahrscheinlich umkippen. Oh, hier auch. Das war ganz clever jetzt von mir. Ja. Hätte ich natürlich auch einfach direkt durchfahren können. Da wollte ich dann quasi darüber und dann nach links. Versuchen es mal. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie es jetzt so am besten ist, jetzt wegen dem Wasser und so weiter. Alter, dein Ernst jetzt hier? Da waren jetzt wirklich alle Warnungen drin, die ich so gar nicht gebrauchen kann hier mitten im Wasser. Eieiei, Moment, Moment, Moment. Jetzt werden wir hier nochmal kurz echoloten. Da sieht es auf jeden Fall etwas seichter aus, aber ich mache es trotzdem vorsichtshalber nochmal. Den Teil zumindest schon mal geschafft. So. Und es sieht tatsächlich so ein bisschen so aus. Obwohl. Es sieht eher so aus. Ich weiß nicht, ob wir da hinten durchkommen. Das ist das Problem. Also, falsche Taste, dass wir. Ich weiß nicht, ob es da besser ist oder ob es hier besser ist, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es ja auch hier besser, keine Ahnung. Weil das sieht mir hier alles sehr hobelig aus. Vielleicht ist auch hier das besser. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch zu hoch. Ich fahre jetzt erstmal nach da. Ich gucke mir das mal an. Das sollte ja nicht so weit sein. Oh. Aber ich muss mit meinem Benzin echt aufpassen. Nee, das ist auch gar nicht so weit. Eigentlich wäre es besser gewesen, tatsächlich hier hinten hochzufahren, glaube ich. Aber theoretischerweise könnte ich es da auch schaffen. Da wäre noch ein Baum. Hier wäre jetzt ja, der Baum an der falschen Stelle, sage ich mal. So eng, ne? Ich weiß nicht, was besser ist, wenn ich da jetzt von oben reinfahre. Kann es natürlich passieren, dass ich vorne klatsche.
Ich glaube, es ist echt besser, wenn wir hinten das nehmen. Falls ich da jetzt irgendwie wieder drauf zurückkomme, heißt das. So. Oh! Moment. Ah! Wir können hier handeln. Sehr gut. Ja. Ich muss auf jeden Fall auftanken. Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Und hier hätte ich sogar... Oh, Moment. Nehmen wir einfach mal mit. Egal. Das war jetzt da hinten, ne? Das war jetzt hier, was ich mir überlegt hatte. Und dann da. Frage ist halt, kommen wir... Doch, da müssten wir aber eigentlich hochkommen. So, habe ich das nicht gesehen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich mal wieder mit der Handbremse. Also in solchen Spielen, ich weiß auch nicht. Ich vergesse ständig die Handbremse. Nein, nein. Ich wusste, dass du wieder abdriften wirst. Wenn ich da von unten hochfahre, oder schaffen wir das da ganz knapp. wir können es zumindest mal probieren. Es war klar, dass der wieder abrutschen würde, aber es funktioniert. Schaffst du. Ich brauche keine Winde. Ich schaff das auch alleine. So, okay, dann gucken wir jetzt erstmal. Wo müssen wir jetzt genau hin? Hier unten. Das heißt, wir müssen im Endeffekt hier der Straße in Anführungszeichen immer weiter folgen und werden dann hier wahrscheinlich verzweifeln. Oder das ist tatsächlich unser Zielort, was ich wirklich hoffe, weil ich sonst tatsächlich verzweifle, wenn ich jetzt noch mal woanders hin muss. Ja, weiter, 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 weiter. Fahr einfach schön geradeaus. Fahr der Linie hinterher, die nicht vorhanden ist. Ja, natürlich. Erstmal Motor komplett schrotten. Warum auch nicht? Wir sind ja auch nicht gerade mitten in der Wildnis hier. Oh mein Gott, ich sehe das Ziel und ich habe Angst hinzufahren. Genau deswegen habe ich Angst hinzufahren. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Hier ist auch nichts. Nein. Oh Spiel, du kannst mich mal, ganz ehrlich. Oh. Jetzt muss ich quasi den ganzen Weg hier wieder zurück, wo ich schon so am Schwitzen war die ganze Zeit. Um dann hier reinzufahren. Okay, aber theoretischerweise sollte das dann zumindest normal fahrbar sein. Theoretischerweise. Ich meine, wir sprechen hier von mir.
nein, 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 nein. Genau, das sollte nicht... Nein, mein Bild ist eingefroren. Hallo? Spiel? Nein, jetzt sag bitte nicht, es hat sich aufgehangen. Ich höre noch die Geräusche. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Ich sehe so eine halbe... Das kann man, glaube ich, auch auf der Aufnahme sehen. Ich sehe so ein halbes Menü und das Spiel hat sich tatsächlich aufgehangen. Wollt ihr mich... Ich habe nichts gesagt. Wahrscheinlich hat sich das Spiel gedacht, ach, die fährt so einen Schrott zusammen. Dann müssen wir jetzt erstmal hier dafür sorgen, dass die nicht mehr weiterfährt oder so. So. Tu mir das bitte nie wieder an. Wenn ich abgeschlossen habe und das gespeichert ist, dann ist das okay. Aber bitte tu mir das nie wieder an. Beim Anfang ist es auch noch okay, aber bitte nicht in dieser... Ja. Aua. Kann man das Spiel eigentlich zwischenspeichern? Nein, kann man natürlich nicht. Okay. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Aber ich glaube, immer wenn man rausfliegt, kommt man auch da wieder rein, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Es ist schon eine Weile her, ich gebe es ja zu. So. Genau, das sollte eigentlich nicht passieren, aber es ist noch okay. Was roppelst du denn hier so rum? Tiefe Felsspalten, die habe ich zu spät gesehen. Aber ich fahre ja jetzt nicht mit dem Anfängerauto, ich fahre ja jetzt schon mit was Größerem. Ja, ja, jetzt sag mir bitte, dass hier endlich diese Scheiß... Ja! Ja! Cool! Ein Triceratops. Ein Triceratops, Entschuldigung. Ich bin hier gerade schon total... Ah! Beendet, uralte Überreste. Danke für deine Hilfe beim Auffinden von Dinosauriern. Dein Interesse daran ist sehr wichtig. Ich bin zwar mitten reingefahren, aber egal. Gemeinsam werden wir die Geheimnisse der Urzeit und der Geschichte unseres Planeten lüften. 2400 habe ich erhalten. Ist das geil. Oh mein Gott. Das Ding sieht aber cool aus. Kann ich hier... Moment, kann man hier mit dem Fotomodus... Das war P... Kann ich doch normalerweise mich auch mit bewegen, oder nicht? Freie Kamera? Ja, genau. Freie Kamera, ja, aber wie man sieht, ich darf nicht... Ja, ja, gut. Wir machen Trick 17. Wir gehen näher ran und gehen dann nach oben. Naja, es ist nicht perfekt, aber... Foto machen? Zack. Cool. So, dann mal ab zum Hauptquartier. Ja, so einen kleinen Schaden haben wir bekommen. Der Motor war, glaube ich, kaputt. Oder wie war das nochmal? Aber es sind nur 11 Punkte. Es ist, glaube ich, sogar 3 Punkte weniger als beim letzten Mal. Außerdem, wer eh schon einen Schaden hat, also psychisch natürlich gesehen, dem macht das dann auch nichts mehr aus, wenn das Auto einen Schaden hat. Ja, richtig, richtig cool. Wir haben ein Dinosaurier-Skelett gefunden. Also so langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, macht es sogar noch mehr Spaß, das Spiel. Ich weiß nicht, was uns jetzt noch bei den Expeditionen in Arizona erwartet, aber wir haben ja noch was mit dem Tempel. Das hört sich auch noch sehr interessant an. Und wir haben noch eine Aufgabe. Da muss ich dann aber erstmal gucken, wo ich die jetzt genau habe. Und theoretischerweise hätten wir jetzt auch noch die Fragezeichen. Aber da muss ich mal gucken, ob ich die eventuell privat mal aufdecke oder so. Und dann vielleicht einmal kurz reingehe bei der nächsten, also nicht der nächsten jetzt, aber bei einer der nächsten Folgen. Und dann kurz zeige, was das jetzt genau gewesen ist oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Fragezeichen sind an sich nicht ganz so interessant. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die nächste Aufgabe mit dem Tempel. Ich habe schon sehr großen Schiss davor, dass wir wieder an mehrere verschiedene Stellen fahren müssen. Und ja,
Ich bin auch ein bisschen froh, wenn wir den Auftrag dann gemacht haben, beziehungsweise den Auftrag und die Aufgabe. Ich denke mal, das werden dann zwei Folgen noch werden, wenn wir dann bei Arizona weitermachen. Und ich weiß noch nicht so genau, wie man jetzt die Leute eigentlich einstellt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das in einem der nächsten Teile vielleicht erklärt wird. Also Arizona weiß ich nicht. Was haben wir da eigentlich für Expeditionen? Um da nochmal kurz reinzugucken. Terror Scout ruft um Hilfe. Ruf an, bevor du gräbst. Ach du Schande. Das wird, glaube ich, eine sehr lange Folge werden. Wir suchen jemanden, der. Ich glaube, die konnte man. Hatten wir nicht mal eine Folge, wo wir jemanden auch holen mussten? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, dass das eventuell. Hier ist auch wieder Dinosaurierfossil, aber da steht auch nichts mit. Oh, das ist sehr schwer. Oha. Oha. Okay. Ich bin froh, dass wir erst noch in Little Colorado sind. Mal schauen, was das noch wird. Ich bedanke mich. Achso, wenn ihr was zu den Fragezeichen sagen könnt, ob das immer nur so diese Stellen sind, wo was runtergefallen ist oder ob das auch andere Sachen sind, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Und wenn ihr was wisst zu den Experten, sage ich jetzt mal, die man sich hier einstellen kann. Ob da jetzt später vielleicht noch irgendwas kommt, dass wir die komplett freischalten können, weil das sah ja eher so aus, als ob wir die gar nicht erst kaufen, beziehungsweise ja, mieten können. Hört sich so komisch an bei Personen. Aber als ob wir mit denen gar nichts machen können, so sah das aus. Dementsprechend, ja, bin ich da jetzt, stehe ich da ein bisschen auf dem Schlauch. Es kann sein, dass wir die mal in einer Quest hatten, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich weiß halt noch nicht so genau, wie das abläuft. Wenn da irgendwann später mal ein Auftrag zu kommt und ihr wisst das schon, schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit ich mich dann darauf freuen kann, dass wir die da machen können. Und ja, ansonsten sage ich mal bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.